Problem, was ich habe, ist, dass ich noch einiges nicht erkundet habe. Hier geht es augenscheinlich weiter zur Hauptquest. Diesen Bereich. Den Bereich hier... Warte mal, ich bin jetzt... am Rätseln gerade. Lass nochmal kurz runtergehen. Ist total tricky zu erkennen, welchen Bereich man jetzt bereits gesehen hat oder nicht. Den da unten nehme ich noch nicht. So, da ist er jetzt auch hell erleuchtet. Weil dieser Bereich, wo wir uns eben da drüber geschlichen haben, über diese Barrikaden drüber oben gelaufen sind, der war jetzt gar nicht so auf der Map eigentlich zu sehen. Warte. Da. Wie jetzt? Nur Kisten? Oh Gott. So, sind wir jetzt nicht an dem Ort, wo eigentlich noch der eine Loot... Da ist er, genau. Das war der Loot, den wir von der anderen Seite schon gesehen haben. Mokri-Medaille. Dafür bin ich jetzt hier rumgelaufen? Okay. Jetzt müssen wir nur noch den Bereich da oben machen. Das war wirklich alles? Eine Mokri-Medaille? Das Spiel hasst mich. Erst schmeißt mir ein Gil hin und jetzt eine Mokri-Medaille. Ach, hör doch auf zu dudeln. Hallo? Hier steht noch der C64. Aha, da können wir irgendwas betätigen. Bevor wir irgendwas betätigen, möchte ich aber... sicher gehen, richtig zu sein. Hier haben wir noch Kisten mit nichts. Wird immer besser, der Loot. Und da unten ist aber auch nichts mehr, ne? Weil wir sind jetzt komplett die andere Seite gelatscht. Aber jetzt überlege ich gerade, waren wir da? Da sind wir runter, ne? Und dann sind wir über diese komischen Brücken gelaufen und hier hinten wieder hoch. Glaube, ne? Da sind wir runtergegangen. Ja, das haben wir, das haben wir. Insofern haben wir jetzt tatsächlich alles. Okay. Tifa. War so klar, dass da jetzt ein größerer Kampf kommt. Okay, das sind ein paar. Ihr habt uns. Wo sind die Ghostbusters, wenn man sie braucht? Der ist neu. An den kann ich mich nicht erinnern. Wir haben keine Zeit für eure Spielchen. Aua. Pass auf. Jetzt wird er zum Lichtgeist, dann ist er zum Poltergeist. Wir müssen aufpassen. Der verwandelt sich. Wir brauchen die Analyse. Viele Geister sind zu diesem Wesen verschmolzen, enthält genug böse Energie, um einen Poltergeist beschwören zu können. Wechselt zwischen seiner physischen Form und seiner immateriellen Form hin und her. Magische Attacken gegen seine physische Form und physische Attacken gegen seine immaterielle Form haben keinen Effekt. Okay. Auf seine Schockleiste. Setze daher magische Attacken gegen seine immaterielle Form ein, um schnell seine Schockleiste zu füllen.
Also das wird jetzt der Lichtgeist sein. Wirksam ist Feuer. Alles klar, gehen wir hin. Warte. So, ist voll. Fertigkeit, Ende mit Schrecken. Geht nicht. Warum? Fertigkeit, Mutangriff. Geht nicht. Magie, Feuerer, Lichtgeist. Geht nicht. Warum nicht? Ach, weil er weg ist. Oh, shit. Ein krasser Kampf wieder. Seelenstimme, was macht der da? Okay. Poltergeist, lass uns mal hin. Aua. Lichtgeist, okay. Fall kurz rum. Okay. Magie. Feuerer. Gegen Lichtgeist. Shit. Überlass das mir. Warte. Wo ist er hin? Es geht los. Es geht los. Wie? Shit, irgendwas ist... Oh, oh, ist... oh, oh. Alles klar. Komm mal hin. Shit. Das ist gepritzt, Dings. Nichts überstürzt. Aerith? Ich leg los. Das wäre sehr nett. Pass auf, du bräuchtest mal... Aua. Pass auf. Magie. Blendet das? Wirkungslos. Kannst du übernehmen? Aber er ist doch nicht in seiner materiellen Form. Sekunde. Was ist laut? Fertigkeit. Impulshieb. Los. Jetzt ist das wirkungslos. Magie. Eurer. Er ist wieder geschockt. Schluss jetzt. Das war's. Tiefer. Rückwärtssalto. Und du machst das Limit. Nimm's nicht persönlich. Der Atomisator! Der Kopf war easy. Versteckspiel. In der Hoffnung, dass euch jemand findet, habt ihr die ganze Zeit gewartet. Ha? Wovon redest du? Lasst uns zum Kran zurückgehen. Ja, sie hat wohl die Geister verstanden. Okay. Der Kampf war relativ easy, wobei mir nicht immer ganz klar war, in welcher... Ich hätte jetzt gedacht, dass der Name darauf hinweist, in welcher Gestalt er ist. Das hatte ich halt nicht so ganz geschnallt. Ich hätte gedacht, Lichtgeist ist die magische Form, Poltergeist dann eben die physische. Aber irgendwie war das wohl nicht anhand des Namens zu erkennen. Keine Ahnung. Wir ruhen nochmal kurz aus, dann gehen wir direkt weiter. War auf jeden Fall relativ easy, der Kampf. Ich brauchte nicht mehr groß Barriere und so zu wirken. Diese Kombi aus Tifa, Aerith und Cloud ist auch ziemlich cool, muss ich sagen.
So, jetzt gehen wir wieder an das Pult. Glaube ich. Stimmt. Bald. Oder auch nicht. Warte. Matt? Müssen wir jetzt einfach nur... Hä? Mal schauen. Irgendwie müssen wir zurück, scheint's. Wer sich einmal hierhin verirrt, der findet nie wieder raus. Vielleicht ist da was dran. Was wohl mit uns passiert wäre, wenn sie uns gefangen hätten? Ich glaube, gefangen sind hier eher die Geister. Redet nicht so einen Unsinn. Aber was, wenn was dran ist? So, da ist der Kran. Ha, der Waggon hat sich bewegt. Ob wir jetzt weiter können? Sehen wir nach. Kranführer die zweite. Ja, ja, ja. Der Alleskönner halt. Muss ich jetzt da hoch oder wie? Sieht so aus, ne? Ich hätte gedacht, ich muss runter. Oh ne, jetzt ist das Symbol wieder klein. Das sah jetzt so aus, als wäre da die Quest irgendwie nochmal. Okay. Na gut. Ab geht er. Einmal runter. Mal gucken. Huch. So. Da können wir jetzt dadurch, hier in dem waren wir ja bereits, ne? Genau. Da verbirgt sich nichts. Weiter geht's. Für die Schlacht. Na und wie? Bei. Genau so. Kurz mal eben. Wisst ihr ja, ne? Fertigkeit, Analyse. Ich weiß nicht, ob wir die schon hatten. Nur kein Über. Fliegendes Wesen, das in Slums beheimatet ist, über magische Kräfte verfügt, hat wirksam. Ja, also ist wirksam ist Luft gegen ihn, kennen wir. Gravitonsphäre, Phoenixfeder. Ja, dann übernimm. Mach du mal ein bisschen. Überlass das mir. Entschuldige, es muss sein. Oh, der eine ist schon geschockt. Dann haben wir den weg. Er ist auch fertig. Dann holen wir den Loot. Weiter geht er. Also Aerith haut richtig rein mit dem Stab. Der ist Hammer. Huch. Nochmal Echo-Schirm. Soll das ein Zeichen sein? Ich habe so das Gefühl, wir haben noch nicht den letzten Geist hier besiegt. Also, da wird noch was kommen. Geschafft! Hm, nichts wie weg hier! Nanu? Oh. Kennst du sie? Marlene? Und die Kinder, die der schwarze Wind mitnimmt, verlassen den Eisenbahnfriedhof nie wieder. Es ist gefährlich da. Da darfst du nie hingehen. Hm. Werde ich nicht. Noch was?
Weißt du, gestern ist Betty mit ihrem Vater... Papa, ist spät. Du hast recht. Vielleicht schafft er es heute nicht nach Hause. Marlene, hör mal. Wir müssen ganz schnell zurück zur Bar. Tifa, alles okay? Ja. Gehen wir. Warte mal, wenn wir X drücken, sieht man, ne? Okay, wir sind vollgeladen. Wir sind ganz schnell zurück zur Bar, aber wir dürfen dabei natürlich auch nicht vergessen zu looten. Kann hier nicht sprinten gerade. Die laufen wieder vor. Jetzt kann ich schneller laufen erst. Da können wir was bewegen und das sollten wir wohl auch tun. Ach ja, hier, das Ding wird sich wohl rotieren. Das müssen wir dann auf die 90 Grad rumdrehen hier. Immerhin. Stimmt. Wenn wir genug Strom haben. Oh, die Plattform dreht sich. Jetzt kommen wir vielleicht rüber. Wir müssen hier durch. Ja, wir haben es leider eilig. Es ist aus. Los geht's! Los. Konzentriert bleiben! Und tschüss! Verbrennt! Los! Hinter uns. Oh. Kommen Sie mit, kommen Sie mit. Ah, ich dachte, die Plattform dreht sich weiter, deshalb war ich jetzt so ein bisschen in Hektik. Ah, da vorne. Okay. Zugegebenermaßen war jetzt nicht so effektiv. Der Blitzschlag. Aber okay. Geisterstunde. Der Weg ist schon wieder blockiert. Dabei sind wir so kurz vorm Ziel. Oh, hey, vielleicht lässt sich die Lok ja bewegen. Sehen wir nach. Ah, ja, ja, ja. Diese Sache gab es auch irgendwie. Und da musste man... Ach du je, ich glaube, da war das letzte Mal... Beim Original war das irgendwie so ein bisschen tricky, meine ich, mit hin und her bewegen der Lok. Ach, mal gucken. Ich glaube, wir haben Glück. Scheint noch zu gehen. Oh, super. Strudel! War eindeutig ein Ghost-Nado da hinten. Bist du okay? Ja.
Was hat das? Der Dissektionscode für die Platte ist. Merkst du? Ja, ja. Wir können sie jederzeit runterstürzen lassen. Allerdings gibt's da ein Problem. Hey, nicht ganz so wild, bitte! Wenn wir abstürzen, war alles umsonst. Der Stadtbericht. Gibt es Probleme? Ganz im Gegenteil. Die Idioten laufen uns netterweise direkt ins Messer. Wie halten wir von ihnen? Ist die Verstärkung. Je mehr Leute, desto bleibender Eindruck. Für euch ist das nur ein Spiel. Ich erwarte, dass alles nach Plan läuft. Tiefer. Das mit dem Plan war also wahr. Barrett und die anderen werden sich schon zu wehren wissen. Sektor 7 ist nicht mehr weit. Los! Hoffentlich schaffen wir es. Eieiei. Also, Shinra macht ernst. Okay. Ich meine es auch ernst, indem ich jetzt sage, ich habe gerade gar keine Ahnung, wo ich eigentlich jetzt... Warte mal. Also die hat das ja hier angeschoben und... Da, ne? So. Gut, dass hier auch die Platten draufgefallen sind. So. Oh, da haben wir nochmal ein bisschen Besuch. Den kriegen wir aber recht locker weg, denke ich. Ein beherzter Sprung. Kommen wir nicht mehr zurück, aber hier oben gab es nichts. Huch. Wie? Ach, selbstverständlich. Verstärkung für Shinra. Zum Glück gibt es kein Zeitlimit. Ja, ich mag Spiele, wo man so ein Zeitlimit hat, nicht. Und wenn es bei Final Fantasy 7 mal ein Zeitlimit gab, dann war das eigentlich immer sehr großzügig bemessen. So, bei allem, was wir uns aber jetzt hetzen müssen, wir müssen es auch gut erkunden. Da lang. Na komm schon, geh da runter. Hochklettern kann man da nicht. Um auf die andere Seite zu kommen, müssen wir außen rumlatschen. Und wieder eine Lok. Seht euch das an! Die fahren auch ohne Schiene. Okay, die Megatränke, gerade ärgere ich mich ein bisschen, dass wir die vorhin gekauft haben. Da kamen jetzt schon einige aus diesen Boxen raus. Naja. So, theoretisch geht es da weiter, wo es Licht ist. Na, aber... Der eine ist aber auch ein bisschen größer. Das wird lustig. Jetzt kommt nämlich hier. Er hat keinen Schimmer. Bin also frei. Mit elementarer Attacke, nicht wie immer... Aerith, bitte! Magie, Aero auf den Schimmer. Flieg nicht davon! Du wirst nicht deinen Abschlag! Na? Und weg sind sie. Gute Arbeit! Was gab's eigentlich vorhin als Belohnung?
beim Fight gegen diesen Geist, da kam doch, das sah so aus wie eine Materia, die wir da bekommen haben, fällt mir gerade auf. Gab's da irgendwas? Ausweichrundumschlag? War das das? Nee, oder? Erstschlag, effizientes Blocken, provozieren, heilen, heilen, heilen. Behandeln, wiederbeleben, Glut, Glut, Frost, Gewitter, Gewitter, Luft, Toxin, Barriere, Versiegelung, Zerstörung. Schau mal, ich glaube, das könnte sein, oder? Barrierendurchbruch anwendbar. Zustandsresistenz, tot. Zerstörung war das, ne? Das ist sie. Die klingt nicht uninteressant. Barrierendurchbruch. Nehmen wir mal mit rein. Wo ich mich ärgere, wenn ich stehlen könnte und nichts zum Stehlen habe. Aber bisher war beim Stehlen noch nie was dabei, wo wir sagen, hey, geil. Vielleicht haben wir das auch schon verpasst. Tiefer. Ich weiß genau, wenn ich jetzt Stehlen rausnehme, wird der nächste Kampf irgendwas haben, wo ich sage, das will ich unbedingt stehlen. Es ist nur bei ihr eigentlich überhaupt nicht gut aufgehoben. Diese blöde Vision, ne? Wenn das nicht diese Quest wäre, würde ich die nicht mit mir rumschleppen. Aber ich komme ja auch nicht einmal zum Anwenden von dieser blöden Vision. Ja. Vision, dann sollte zum Arzt gehen. Frost und Luft. Frost brauchen wir selten. Heilen. Wollen wir Frost mal rausnehmen? Braucht man jetzt hier überhaupt nicht. Aber wahrscheinlich als nächstes wieder. Wir kennen ja unser Glück. Diese blöde Vision. Diese blöde Vision. Wenn das nicht gerade Aufgabe wäre. Ja. Komm, Frost raus. Ich weiß genau, ich werde gleich da sehr drüber fluchen. Nächster Boss kommt schon noch für die Vision. Ja, selbst der Boss, den wir ja vorhin hatten, war ja nicht, hat es ja nicht bis zum Limitrausch überstanden. Wir hauen momentan die Leute zu schnell um. Müssen uns mehr Zeit lassen. Das sagt sich so leicht. Wenn man mal in der Lage ist, schnell was umzuschmieren, dann macht man das so gerne. Pass mal auf, Sekunde. Ich muss mal eben... Da ist ein mehr oder weniger geheimes Ding oder hier. Deshalb bin ich da gerade jetzt so am Überlegen. Also wir müssen in den Waggon. Waggon schreibt man auch, ne? Ihr wisst ja. Da geht's nicht. Warte. Ich wusste noch, dass mit den Zügen wird chaotisch. Okay, da hätten wir den nächsten Zug, der schieben kann. Hier haben wir einen Waggon, in den wir nicht reinkommen. Auf den Waggon kommen wir sogar drauf. Das ist alles so verwirrend. Drauf und rein. So, wenn ich das jetzt hier so sehe, dann ist... Ja, okay. Dann müssen wir da die Block bewegen, um das Ding zu... um diesen Weg zu schließen. Also können wir jetzt in den Waggon reingehen, ohne dass es... dass es uns irgendwas verbaut. Weil ich habe immer Angst, dass wir irgendwas machen und dann nicht mehr zurückkommen. Ach, komm schon, du kommst doch da in den... Ich sag das Wort nicht mehr. In den Waggon rein. Kommt da gar nicht. Und dafür der ganze Schiss. Da war doch das brennt das Licht. Es hieß immer, geh dem Licht nach. Dafür der ganze Schiss... Super Drunk. Jo, länger halten.
Sag einfach Reisezugwagen. Ich sag Waggon. Ich finde das viel, viel cooler. Danke. Waggon. Weiter. Schön mit ONG hinten. Gut, dann jetzt da hoch wieder Richtung da links rum. Da unten Lila Loot. Nee. Doch, ich habe doch irgendwo gerade. Warte mal, nochmal kurz zurück. Nee, das ist nur der Automat. Ich hätte gedacht, da wabert nur irgendwas. Okay. Wir wissen ja alle, wenn dieser Automat samt Bank wieder da ist, wartet auf uns was Tolles. Und es ist auch eine sehr große Fläche da vorne. Nächstes, was wir brauchen. So, jetzt wird es nochmal ernst, glaube ich. Sind fast da. Schnell. Nix schnell. Natürlich. Runde 2. Und wieder ein Geist Nado. Okay. Die Kinder, die der schwarze Wind mitnimmt, verlassen den Eisenbahnfriedhof nie wieder. Hast du mich beschützt? Und du bist der Häscher? Versteckt sein! Alles muss versteckt sein! Kannst kommen! Hab dich! Ach, so ein Mist! Hab dich! Ah, hat er mich so gut versteckt. Und Aris? Kannst kommen. Kannst kommen. Kannst kommen. Kannst kommen. Mama.
Aeris! Wir haben dich, Aeris. Das habt ihr wohl? Keine Zeit, das jetzt zu verarbeiten. Jetzt müssen wir erstmal ordentlichen Kampf haben. Fertigkeit, Analyse. Ein paranormales Wesen, das auf dem Eisenbahnfriedhof herumgeistert. Jawohl. Es ernährt sich von der Furcht der Menschen und wird so stärker. Vermutlich handelt es sich um manifestierte Erinnerungen, die auf dem Eisenbahnfriedhof Gestalt angenommen haben. Triff es mit windelementaren Attacken, während es sich in der Luft befindet, um schnell seine Schockleiste zu füllen. Greif es in der Luft mit einem Sprung an, um es auf den Boden zurückzuholen. Dem Gegner kann eine Waffe für Aerith gestohlen werden. Habe ich das jetzt dabei, das Stehlen? Oder habe ich das rausgenommen? Aua, was ist das? Okay, pass auf. Stehlen. Fehlgeschlagen, alles klar. Aerith, folgendes. Wir brauchen... schockanfällig. Magie, Aero. Er ist zwar nicht in der Luft, aber... Alles klar, jetzt nochmal. Ich zähle auf dich. So, ist er geschockt. Okay, im Team setzen. Und los! Und da machst du nochmal. Heiliger Magiekreis auf dich selbst. Oh, schneller hoch. Okay, schade, es war nicht mehr rechtzeitig. Jetzt machen wir zweimal Aero drauf. Echt mega coole Moves. Das ist ein starker Gegner, echt. Er hat Reflect drauf. Vielleicht mit Magie. Die wird reflektiert. Wir müssen die Barriere aufheben. Genau so. Die Barriere aufheben. Moment. Wer hatte die doch gleich? Aua. Also, pass mal auf. Magie. Wir hatten die jetzt gehabt. Die Zerstörung. Wo ist denn die Zerstörung? Barrierebruch. Oh, braucht zwei Schockleisten bei Aerith. Zwei Dingsbumsleisten. Alles klar. Aerith, ich muss mal eben mit dir. Überlass das mir. Hat er noch die Barriere drauf? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Barrierendurchbruch. Nee, hat sie nicht mehr drauf. Also holen wir mit Aurora da oben drauf. Warte mal. Eine Sache noch. Ist der Magiekreis noch da? Ja, der ist noch da. Nur ein bisschen schwierig. Mach mal. Warte, ich brauche den Magiekreis. Da. So. Jetzt. Entschuldigung. Los. So. Da müssen wir jetzt gleich mal heilen. Cloud! Achtung! Geiler Move, Junge.
ruhig mir. Linkes Rad. Greif mal das mal an. Cloud, du musst jetzt noch mal ein bisschen was machen, ne? Du weißt schon Bescheid. Fertigkeit. Stehlen. Nein, nicht vom rechten Rad. Kampfstab gestohlen. Ah ja, am rechten Rad habe ich natürlich den Aua. Ich war mir klar, das ist ganz, ganz klar. Okay, pass auf. Ja, du bist dran. Und wie du dran bist. Pass mal auf, wie du dran bist. Ich habe keine Ahnung mehr, wer was beschwört. Beschwört ein Esper. Aber da steht nicht was. Sieht man das noch irgendwo? Kann mir da mal jemand was zu verraten? Weil ich würde ganz gerne den Windesper beschwören. Also sprich, Schokomoppel. Was drückt drauf? Dann ist das. Moment. Ah ja, da. Shiva. Ifrit. Und dann war das bei ihr hier Schokomoppel. I pass off. Ne, Moment. So. Eva? Ah, gar kein Problem. Oh, Aerith. Aerith. Oh, Vision wär's gewesen. Vision wär's gewesen. Egal. War gerade alles ein bisschen schwierig. So, Tifa, du beschwörst jetzt. Schokomoppel! Den wollen wir doch mal alle sehen. Hallo! Quäh! Esper-Fertigkeit. Eine große Bombe auf das rechte Rad. Und dann machen wir nochmal ein... Och, Manno. Moment, Cloud, dann musst du das machen. Dann machst du jetzt eine Krawummel auf das rechte Rad. Ne? Ich mach das. Ja, du machst das. Los, eine Krawummel! Das war die Krawummel? Lieber Herr Schokomoppel, wir müssen miteinander reden. Triffst du von dort besser? Lass mich mal. Okay. Ja, Reisel da wieder hin. Hier, Aerith, du musst das machen. Hilft ja alles nichts. So. Und jetzt machst du deine Magie. Auf ihn. Mit dem Kreisel. Und dann ist er hinüber. Hart aus. Wir kommen. Verschwinde! Monster! Hm. Weiter. Wirklich besiegt nicht, aber ja. Weg. Mhm. Gut. Lief recht ordentlich. Oh, haben wir die Geister befreit? Was will er? Wahnsinn. Lebt wohl. Ja, diese Geschichten, die so am Rande erzählt werden, sind schon einfach auch schön gemacht.